Ich glaube, jeder, der ein bisschen Ahnung hat von Autos oder Motoren, weiß, was hier unter der Haube steckt. Herzlich willkommen bei Kultcast zu unserem neuen Video. Heute haben wir was ganz Besonderes für euch. Ja. Wir haben uns mal gedacht, wir fahren euch mal hier einen kleinen Fuhrpark raus, damit ihr ein bisschen was fürs Auge habt. Aber eigentlich geht es heute um ein ganz besonderes Auto von der Firma Weineck. Ich nenne ihn mal den Endgegner, ja, leistungsmäßig, optisch. Ich glaube, wer alles in der Sammlung stehen hat, ist das noch die Kirsche auf der Torte. Aber schauen wir mal zum Auto, come on. Wir haben hier ein Auto mit, ich gehe mal mit die Leistungswerte, fange ich mal an. Wir haben hier 10,2 Liter Hubraum. Ja? Also ein Auto, ne? Kein Flugzeug. Wir haben eine Leistung von 1200 PS, Newtonmeter über 1000. Das Ganze rein aus dem Hubraum, ohne Turbolader, ohne Kompressor und in einer Optik, wenn man sich das Auto hier anschaut, einmalig, oder? Ich erkläre euch gerne mal das Auto so. Was natürlich sehr markant ist von vorne schon, wenn man die Frontansicht hat, die unglaubliche Hutze. Ja, also ich finde das phänomenal, dass von vorne das Auto, als ob es einen einzieht wie eine Rakete, mit dem unteren Bereich vorne geöffnet, damit das Auto auch Kühlung bekommt. Die ausgestellten Backen, ja, das Ganze sehr maskulin. Aluminiumräder dreiteilig, vorne und hinten. Und drunter eine Bremsanlage von der Firma Brembo. Muss natürlich gut verzögern bei diesen Leistungswerten. Vorne und hinten mit Scheibe. Außen von der Form her auch hier seitlich die Lufteinlässe. Also das ist wirklich auch gedient, denn der Motor braucht Kühlung. Genauso wie die große Lufthutze vorne. Die Sidepipes-Anlagen machen natürlich einen unglaublichen Sound. Ja. Also wenn ihr das nachher mal im Video hört, wenn das Auto startet, wenn das Auto fährt. Ich glaube, das ist ein besonderes und einmaliges Erlebnis. Von vorne, von den Ausstattungspunkten, auch hier an der Frontscheibe, haben wir zusätzlich Seiten noch die Scheibenverkleidungen, damit der Wind eben besser abgeleitet wird. Sonnenblenden oben im Innenraum. Wenn du mal innen reinfilmen willst, haben wir alles in Leder überzogen. Ja. Sämtliche Zusatzinstrumente für Temperatur, Öldruck, Wasser und auch ein Drehzahlmesser unten mit Shift-Kit und hier ein wurzelnloses Lenkrad, was natürlich auch von der Optik sehr schön ist. Schalensitze innen mit Renngurte, die man dann überziehen kann und innen in der Mitte auch nochmal einen Trennschalter, damit man die Batteriespannung wegnehmen kann. Überrollbügel hinten, ne, für den Fahrersitz und auch hier, da sieht man die Knöpfe hier nochmal, ist auch noch mit dabei, eine Per Senning, damit man das Auto auch abdecken kann. Von der hinteren Ansicht eigentlich, wenn man hinten mal hinschaut, ist alles ganz clean und maskulin, mit den Rückleuchten, Kofferraum, klar, aber ansonsten eigentlich eine reine Fahrmaschine mit richtig Power. So, jetzt sind wir hier beim Herzstück und hier hat sich die Firma Weineck etwas ganz Besonderes gedacht. Ja. Normalerweise werden Gussblöcke verbaut, aber bei dem Modell und bei der Modellvariante mit 16 Liter, die es ja auch nur einmal gab, so wie bei diesem Auto, was es auch nur so, wie es hier steht, nur einmal gibt, wurde ein Aluminiummotor verwendet, den noch der Herr Weineck Senior verbaut hat und eigentlich für sich auch damals gebaut hat. Also hier ein Aluminium-Rennmotor. Na klar, wenn man das jetzt hier von oben sieht, na, das ist natürlich mächtig, hat man oben die zwei großen Vergaser, die Luftfilter und das Ganze, wenn man da mal richtig reinfilmt, ist halt ein unglaublicher Motor. Ne? Alles vom Feinsten verarbeitet, aber ich denke, wer die Firma Weineck kennt, hier wird eigentlich immer alles bis ins Detail perfektioniert und sauber gearbeitet. Das Ganze auch hier mit einem Viergang-Schaltrenngetriebe, das natürlich auch die Leistung aushält, genauso wie das Differential hinten. Also
Fazit, ich glaube, leistungsmäßig, wenn man auch einmal die Werte hat von 0 auf 100 in 2,3 Sekunden, 0 auf 300, das ist eigentlich der entscheidende Wert. Wer sich da auskennt, wer mal ein bisschen googeln will, sind wir hier bei knapp über 10 Sekunden. Und das ist in einem Top-Sportwagenbereich, wenn man heute einen Bugatti Chiron als Beispiel nimmt, der auch in diesen Leistungswerten fährt. Also ich glaube, wer sich das Modell hier sichert, hat ein einmaliges Fahrzeug in seiner Sammlung, und wer alles hat, dann muss es der noch sein. Ja, dann sage ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Und wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Kommentar da, gebt uns ein Like, folgt uns auf unsere sozialen Kanäle, und ich freue mich bis zum nächsten Mal.